Cup Noodles zählt das auch als richtige Ramen? Vielleicht. Keine Ahnung. Ich habe einen Kumpel, der mag Cup Noodles übelst. So. Fünf Personen haben an einem Rennen teilgenommen. Sie sind in der Reihenfolge A, B, C, D, E gestartet. Und wir müssen jetzt eine CD legen. Nein. Dann hat eine Person beschleunigt und drei Personen nacheinander überholt. Anschließend hat einer der anderen Läufer zwei Personen überholt. Danach hat sich die Reihenfolge nicht mehr geändert. E kam vor B ins Ziel und D vor A. Bewege die Symbole der Läufer auf das Podium, um die Reihenfolge zu zeigen, in der sie ins Ziel gekommen sind. So, jetzt. Okay. Ja. Okay, also. Okay. Und die vor A. Okay. Was war einer, der hat zwei Personen überholt? Warte mal, bewege die Symbole der Läufer um die Reihenfolge, in der sie ins Ziel gekommen sind. Oh. Okay, das würde passen. E kam vor B ins Ziel. Moment. Das würde passen. Einfach nur. Also. So sind die gestartet. Ach, shit. Das Glück hat man die Herz. Oh Mist, jetzt bin ich noch nicht so schnell gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es überhaupt richtig hatte. Nee, ich hab's. Ja, wahrscheinlich, weil ich jetzt in meiner Hektik falsch gelegt habe, aber so an sich. Ich bin der Meinung, erst hat D3 überholt und ist an A vorbeigezogen. Ja, genau. Ich auch. Ah, ich habe B und C vertauscht. Oh. Ja, ich wusste es. Also sonst hätte ich es jetzt auch richtig gehabt. Ja. Habe ich vorhin auch gemerkt. Vor allem, wenn ich später nach Hause fahre, sind es minus 7 Grad. Okay, also wieder ein Punkt für sie und ich hätte es eigentlich auch richtig gehabt, hätte ich nicht versehentlich. Ich hatte am Anfang auch die falsche Strategie zum Lösen, aber... Ja, ich hatte am Anfang ja auch erst gedacht, vielleicht hat ja D zuerst und dann E. Nee, ich hatte erstmal gedacht, okay, ich mache das sofort so wegen, aber dann habe ich halt so erstmal A, B, C, D, E aufgestellt, so in der Reihenfolge und dann halt geguckt, okay, wenn er den überholt, muss es so eins nach A rutschen und dann würde es so passen. Na, weißt du, wenn es ein Rundkurs gewesen wäre, hätte es ja auch mal passieren können, dass jemand überrundet. Ja, aber das war eher nicht gegeben. Zum Glück. Okay. Du bist. Okay. Ja, warte, muss ich erstmal mal. Sehr gut, Ernst. Vielleicht solltest du dich ja fürs nächste Sportturnier anmelden. Nee. Mit dir, Miss? Machst du dann auch mit? Ganz sicher nicht. Ich wäre dann wohl in der Menge und würde dir zujubeln, außer es geht um Schwimmen. Wenn das so ist, nehme ich auf jeden Fall teil. Egal um welche Sportart es geht. Und dann kommt in Wirklichkeit so: Los, macht ihn fertig! Im Bild ist eine Hinweismünze und eine Lampe oben. Welches Bild? Das in der Mitte hatte ich. Ah, okay. Und in, an der Tür rechts das eine Schriftding. Okay. Das da oben. Ja, da wollte ich eh gerade ran, als du mir gesagt hast, da ist ein Rätsel! Da ist ein Rätsel! Okay, ansonsten könnte ja höchstens noch eine Kuriosität hier irgendwo. Aber scheint nicht. Nee, 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 nee. Okay, dann ab nach draußen, wo es kalt ist. Suchen? Ändern bitte. Ja, ist ja gut. Oh Gott, oh, das muss ich ausblenden. Das ist Spam. Das geht gar nicht. Definitiv. Nein, Quatsch. So.
Also ich habe hier was, was. Okay, ich nehme auch erstmal das. Links. Ja, ich habe es gesehen bei dir. Elizabeth Tower, bla bla bla. Da ist was. Oder ist das schon Lovonida? In der, nee, das habe ich auch eben gehabt. Ja. So. Hier ist auch was zum. Hattest du schon das, woran gerieben wurde? Nee, habe ich noch nicht. Okay. Ich habe gedacht, ich gucke erstmal wegen der dritten Hinweismünze. Ja, besser ist das. Hatte ich nämlich auch erstmal gedacht, dass ich noch Hinweismünzen suche. Noch. Wo ist denn noch was? Oh, in dem einen Schornstein. Ja, ich hab's. Okay, dann gucken wir mal. Ist es ein Rätsel oder ist es. Es ist ein Rätsel. Subi. Dann kannst du ja weiter aufholen jetzt. Ein Rätsel im Kaminkett. Selber hast du so einen krassen Bart. Sagt wer? Orion. Ah. Ja, wie gesagt. Nicht? Ja, denkst du, ich das hast du nicht schon die ganze Zeit. Was? Seit wir uns kennen. Nee, aber... Ja. Aber. Und ich dachte, das wäre einfach nur ein ganz normaler Blick auf die Stadt. Und da schätze ich mir einen Kamin. Aber hatte nämlich auch jemanden in der Band, der auch so einen Bart hatte. Wer? Björn oder Benny oder wie hießen die denn alle bei ABBA? Ach so. Ein Freund. Dankeschön! Ein Freund für Y. Dankeschön! Sieht mega gut aus. Ja. Quatsch. Natürlich. Nein, sowas sagen nur Leute, wenn sie eigentlich es voll lustig finden. Nein, und dann. Sieht und dann, halt gut aus. Nein. Nein, das finde nicht nur ich so. Nein, also wenn Leute das lustig finden, sagen sie, das sieht gut aus, damit derjenige das behält und sie sich weiter drüber. Das stimmt nicht. Das sieht wirklich kaputt lachen können. So, okay. Hier gibt es mehrere Buchstaben in dieser Suppe, die in drei Gruppen aufgeteilt wurden. Die Gruppe links enthält das M und das U. Die Gruppe in der Mitte das H und das O und die Gruppe rechts das C und das E. Die mittlere Gruppe hat die speziellen Eigenschaften der linken und der rechten Gruppe. Was? Okay, nun kommt auch noch das Y hinzu, aber welcher Gruppe soll sich der Buchstabe bloß anschließen? Oh Gott. Wollen wir wieder das so machen, dass jeder von uns alle sich für eine Entscheidung und wir dann gleichzeitig drücken? Oder sonst kann man ja auch einfach raten. Ja. Beziehungsweise, wenn du tatsächlich. Obwohl. Also, wenn du wirklich völlig weißt, dass es richtig ist. Ja. Und ich überhaupt keinen Plan habe, dann kannst du es auch gerne drücken. Ich bin gerade. Warte mal. Ich muss erstmal. Warte mal. Hier, die Teile aufgeteilt worden. Gruppe links hinter das M und das U. In der Mitte, das H und das O. Die mittlere Gruppe hat die speziellen Eigenschaften der linken und rechten Gruppe, das verstehe ich nicht. Was meinen die mit speziellen Eigenschaften? Die Gruppe in der Mitte hat die Eigenschaften der. Moment. Ja, eben. Also, das heißt. Nee, hä? Bin ich halt gerade verwirrt, was du gemeint hast. Die mittlere Gruppe hat die speziellen Eigenschaften der linken und der rechten Gruppe, oder wie? Also, sozusagen ist es. Aha. Ich verstehe nicht, was sie mit speziellen Eigenschaften meinen. Das ist es eben. Also, ich wäre bereit, das, was ich denke, zu nehmen, aber ich bin mir nicht sicher. Aber du bist dir nicht sicher, aha. Okay, ich versuche gerade. Oh Gott, was könnte denn. Tut mir leid, falls wir die Frage nicht mitbekommen haben. Welche Frage? Ich weiß es selber gerade. Ja, also die habe ich jetzt auch irgendwie. Achso, wie wäre es mit einem gesunden Reiseabbruch oder was? Mit dem Lobgesang? Welcher Lobgesang nochmal? Hä? Was? Also ich kann mir denken, welcher gemeint ist, aber ich frage lieber nochmal nach. Ja, ich bin mir nicht sicher. Okay, oder wollen wir mal Hinweis? Also ich würde einen Hinweis nehmen, weil ich. Na dann. Los, also nehmen wir. Warte mal, ich mach mal in den Notizen meine Vermutung. Okay, und ich guck am besten ganz weg. Ja.
Notiz ist wieder weg, dass ich sagen kann, das war schon meine erste Vermutung. Okay, okay. Dann Hinweis, los. Du auch. Ja, achso. Hab ich schon. Ob du die Eigenschaften der Buchstaben jeder Gruppe herausfinden kannst. Ein Tipp, das D würde in die rechte Gruppe passen. Das D würde in die rechte Gruppe passen, aber warum? Hm. Nee. Hm. Das ist echt. Was sind denn an den. Oh Gott. Die speziellen Eigenschaften. Ja. Ich meine, die haben alle möglichen Muster, die ja, haben. Ja, klar, aber ich bin hier verwirrt. Es geht ja wahrscheinlich eigentlich einfach nur um die Buchstaben. Ja. Eben, weil die haben ja an sich. Also, was ist mit den Buchstaben selber? Hm. Ich glaube. Ich hab's immer noch nicht, aber. Also, ich hätte jetzt auch eine Vermutung. Ich hätte halt auch eine Vermutung, aber ich bin mir halt nicht sicher. Mhm. Oh Gott, ey. Ja, ich denke, wir denken zu kompliziert. Also, auf den ersten Blick habe ich halt sofort was gedacht, aber ich bin mir halt nicht sicher. Ich mag das Y an sich, aber ich hasse dieses Rätsel. Okay, es ist also an sich wohl nicht so schwer. Noch ein Tipp? Ja. Ja, wow. Ja, das ist mir auch klar. Aber was ist denn an den Buchstaben so. Vor allem, dann verstehe ich nicht, warum das E da drin. Ja, eben. Anhand ihrer Form. Ah, warte. Hä? Ach. Klar, ich weiß es jetzt. Ich glaube, ich auch. Ich hab's auch jetzt. Okay, wollen wir gleich. Wollen wir es gleich. Ja, ich denke, wir kriegen beide den Punkt. Okay. 1, 2, 3. Ah, hätte klar sein müssen. Es hatte wieder was mit Spiegelungen ja, zu tun. Ja, aber ich war am Anfang so, da muss ich ja irgendwie. Oh, ich habe am Anfang überlegt, da ist es irgendwie ja. Wegen, keine Ahnung, wie viel, in wie vielen Zügen man das den Buchstaben ja, macht, gut, man kann die ja eigentlich. Viele Ecken, ja. Oder. Ja, eben, aber das war ja. Ja. Eben, und die in der Mitte, die konnten halt beides. Ja, richtig. Das ja, ist dann. Aber ich glaub, vor allem verwirrend ist halt dieser Satz, so hat beides, was rechts und links hat. Mhm. Okay. Warte mal, weil MU die zweite Hälfte ist und TE die erste. CE, oder? Außerdem, ja. Es gibt ja Drittel dann, also H und O. Das, ich habe ja auch so was Ähnliches gedacht, aber das hätte sich dann überschnitten, weil ja. M liegt zwischen H und O. Ja. Deswegen habe ich das schon mal ausgeschlossen. Genauso ja. Wie. Ich hatte am Anfang H und O gedacht irgendwie. Ich hatte auch erstmal gedacht, hier irgendwie C, dritter Buchstabe und E ist dann aber der fünfte. Das hat auch nicht hingehauen. Ich habe gedacht, keine Ahnung, vielleicht ist es einfach wegen. Es ist ein Drittel vom Alphabet da, ein Drittel vom Alphabet. Aber ja, ich hatte auch in verschiedene Arten von Dritteln. Ja. Okay. Okay, auf jeden Fall, wir wissen es jetzt, dass es mit ja. den Spiegelungen zu tun hatte. Ja. Hast du schon umgeschaltet? Nein. Jetzt. Okay. Ja. Das hat echt Spaß gemacht. Spüre weitere Rätsel auf für uns, hübscher, braver Hund. Ja. Verlass dich da mal nicht zu sehr drauf, das war nur Glück. Da war nie da.
Ja, ach so, ja, die ist ja noch, auch noch übrig. Die hat auch ein Rätsel! Ich finde nicht, dass er so wie Santiano. Was wäre? Alle, die mit uns auf Kaperfahrt fahren, müssen Männer mit Bärten sein.